fourth horn echoed from the mountains as the animals all hailed the coming of the new age. One third of the light shining from the sun, the moon, and the stars became dark. A lunar eclipse graced the sky fittingly as the Lord was returning to walk the earth. A nearby research facility kept a locust farm, fitting our plans for the fifth horn. The Book of Revelations predicted a fiery chasm with a great cloud of smoke rising out. The sun and the air would turn black, and a swarm of locusts would emerge from the smoke. All this would burn, and the insects would roam the fields. Also was ich jetzt auf jeden Fall schon verstanden habe, ist, dass wir wohl diese Plagen aus der Bibel nachspielen. Ich glaube, das wird der Fall sein. Denn diese Heuschrecken waren ja eine Plage und es wird Feuer regnen, war eine Plage. Ich kenne mich da jetzt auch nicht so besonders gut aus mit den ganzen Sachen da. Jesus Christ. The whole place is on fire. What the hell are we gonna do? I think it was a kid that was doing it. That weird kid, Gilmore. There was something not right there. I'm not sure what I saw, but something wasn't right. Why? What do you mean, Joe? Well, this might sound odd, but I think the kid was in the fire the whole time. I need to tell them to get the hell out of there. Okay. Finde Salz. Okay, Salz, da müssten wir wohl ins Gebäude rein. Haben wir noch was zu essen? Ja, wir haben hier Donuts und einen Sandwich. Zweimal Pillen, das sind nur dreimal Pillen sogar. Wow. Wir haben noch so viele Feuerzeuge. Level 4 Konfrontation stand da, glaube ich. Die Frage ist natürlich, ja, wir kommen hier vorbei. Okay, das ist natürlich sehr schön. So, Salz. Da müssen wir hier hin, da in die Küche oder so. Ist aber alles Sperrgebiet. Nein! Hab ich sie erwischt? Oha! WTF! Was? Das war so ultra knapp. Okay. Habe ich das Salz? Nein, habe ich nicht. Es wird wahrscheinlich hier irgendwo sein. Da ist es. Okay, du bist panisch. Sehr schön. Wieso ist er nicht mehr panisch? Okay, die Heuschrecken befreien. Junge, das ist ja alles rot. Das ist so ekelhaft. Das mag ich überhaupt nicht. Oh, danke schön. Hä? Oh, WTF. Oh, die Schlüssel. Oh, mein Gott. Dankeschön. Das ist natürlich super. Ja, okay. Soweit, so gut. Ja, hier haben wir soweit nichts. Oh, 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 oh. Dose? Ne, das ist Salz. Nehmen wir das Portemonnaie besser. Na toll. Hä? Oh, ich wollte gerade sagen, wir sind verreckt.
Wie wär's, wenn du mal hier hinkommst? Was ist das? Oh, renn doch hier rein, bitte. Warte mal, ich speichere besser mal. Sicher, sicher. So, wir können hier durch. Das zu. Was hat er? Der hat nichts. Der hat einen Feuerlöscher in der Hand, okay. Wollt ihr nicht hier durchkommen? Hey, ich bin hier. Komm. What in the world? Ja, ne? I'm taking you to the authorities. WTF! Alter, du hättest verbrennen müssen. Oh, so ein Arsch. Oh, geil. Okay, hat geklappt. Der hat zwar nur Geld dabei, aber immerhin haben wir einen weniger, der hier rumläuft. So, wir haben schon wieder 3 Punkte zum Verteilen. Das ist natürlich cool. Person unter Kontrolle. Heben etwas auf. Ja, ne, das ist so... Entzündet alle brennbaren Gegenstände. Das will ich auf jeden Fall haben. Lässt eine Person teilweise für eine Weile erblinden. Zerstört einen Gegenstand. Ja, das ist... Oh, ich weiß nicht so recht. Verbrennt Körper um dich herum. Das ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil wir haben die Toiletten und die Mana regeneriert sich so schon. Aber lässt eine Person für eine Weile erblinden. Das klingt halt sehr, sehr gut. Ach, grrr. Sollen wir das nehmen? Komm, wir hauen einfach überall einen Punkt hin. So, dann haben wir das auch. Portemonnaie brauchen wir nicht. Befreie die erste Heuschrecke. Ja, wo haben wir die denn? Wir haben jetzt den Schlüssel. Okay, wir gehen jetzt hier links raus. Dann gehen wir da hinten durch die Tür. Und dann die erste... Rechts war es, glaube ich. Hier rechts hoch. So. Was haben wir denn hier oben? Können wir ja mal gucken. Okay, es brennt auf jeden Fall alles. Oh. Okay, der kommt hoffentlich nicht hoch. Okay, Brieftasche. Ich weiß nicht, wofür das wirklich ist gerade. Okay, hier oben ist eigentlich so keiner. Das ist schon mal sehr gut. What do you say then, huh? What do you think?
Alter, sein Gesicht sieht so gruselig aus. Kann er sich nicht hier hinstellen? Ich würde sehr gerne die Kiste runterhauen. Gabelstapler 2000, Kiste aus Thorium, eines der dichtesten Materialien auf dem Planeten, machen ihn zu schwer, um herumzufahren. Okay. Bleibst du stehen? Sehr schön. Der hatte sogar einen Schlüssel. Oh, wie geil. Sehr schön. Okay. Ja, der ist jetzt panisch. Kann er ruhig sein, ist kein Problem. Ich habe leider keine Nagelpistole mehr. Das ist echt schade. Wir können ja mal... Sollen wir die Bombe werfen? Hat der irgendwas? Der hat auch noch einen Schlüssel. Ganz schnell Feuerzeug hinterher. Nein. Alter. Nein. Nein. Komm zurück. In die Ecke bitte. Ach komm schon. Bitte. Jetzt hat er tatsächlich das letzte Feuerzeug geworfen. Ich krieg die Krise. Wir haben keine Säure mehr. Die ist, glaube ich, auch leer. Ja, ich würde sagen, dann schmeißen wir die einfach. Oh mein Gott. Was für ein Idiot, echt. Alter, ich will die Schlüssel haben. Dann muss ich meine ganzen Klamotten hier wieder einsammeln. Schwer aufzuheben. Okay. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Oh, Scheiße. Haben wir alles aufgehoben? Ich glaube, ja. Wir haben keinen roten Schlüssel. Wir brauchen irgendwie den roten Schlüssel. Wo sind die Donuts? Ich habe doch gerade Essen gemischt. Das ist es. Da haben wir nochmal Pillen. Jetzt haben wir schon so viele Pillen, aber kein Essen. Ich würde mir hier noch ein bisschen Säure wünschen. Das wäre natürlich auch sehr schön. Du Vollidiot. Alter, ist der blöd. Das gibt's doch gar nicht. So blöd kann keiner sein. Ja, na endlich. Und er hat die Schlüssel. Okay, sehr schön. Gut. Wurde ja auch mal Zeit. So, einmal gucken. Flammbaren Kram. Säure. Sehr schön. Ach, ich liebe diese Säure. Einmal ist schon ganz gut. So, wir haben aber auch auf jeden Fall... Oh, du, 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 du. So, wir sollen die Heuschrecken befreien. Ich bin noch ein bisschen am gucken, wo die sind. Was ist das? Gesichtscreme. Oh, oh, das ist natürlich böse. Wenn wir die verändert hätten. Kalium. Kalium können nicht mit schwerem Wasser mischen. Okay. Können wir, glaube ich, jetzt gar nicht mehr benutzen, weil der Typ tot ist.
Säureflasche. Wasserhahn. Oh, hi. Okay. Biobehälter. Oh, warte mal. Wir haben doch jetzt... Genau, wir haben ja jetzt den Schlüssel. Wir sollten jetzt die Tür eigentlich aufhaben, oder? Oh oh. Ja, aber warte mal, da ist ja auch noch eine rote Tür. Hier sind wir also wieder draußen. Ha. Und er zeigt uns auch hier an. So, hier die erste Heuschrecke befreien. Keine Ahnung. Heuschreckenfarm. Oh, das sieht doch gut aus. Was ist das? Feuerlöscher? Nee, doch. Zwei Stück. Oh, vielleicht sollen wir die nehmen. Nee, können wir gar nicht. Oh mein Gott, bäh. Das ist natürlich fies. Die armen Pflanzen. So, da ist jemand drin. Heuschrecken, hier sind... hier. Okay. Isaac Gilmore. Isaac Gilmore was busy. Ist das nächste Ziel? Sometimes you gotta remember the main objective and resist the urges you might have for pure sadistic fun. Okay. Das haben wir soweit. Mehr ist hier, glaube ich, nicht. Nee. Scheint nicht so. Können wir jetzt mal speichern. Ich weiß nicht, wer da hinter der Tür ist. Der hat auch nichts. Aber vielleicht müssen wir da durch. Was sagt die Karte? Wir müssen... Nee, wir müssen da lang. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht einmal hier rum. Oh. Zu schwer zum Aufheben. Haben wir den Skill schon, dass jemand... Ja, den haben wir. Den müssen wir aber noch hier reinziehen. Geht das? Wie ziehen wir den denn rein? Oder geht es einfach so? Ich kann nicht rennen. Oh!
Oh mein Gott, das ist natürlich krass. Okay, da stand verwenden. Da muss ich schneller sein. Komm schon. Schnell, 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 schnell. Nimm. Für was ist das gut? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Toll. Jetzt hat er die Kettensäge. Ein Schuss haben wir damit. Na, das ist ja toll. Wir müssen die auf jeden Fall irgendwie umlegen. Das steht fest. Wir haben doch noch eine Bombe, ne? Oh oh. So, ich habe jetzt die Bombe da hinten geschmissen, aber... Das ist natürlich jetzt das Problem. Toll. Alter. WTF? Wir haben nur eine Säure. Benzinkanister. Hm. Lol. Das ist natürlich toll. Mal gucken, ob es klappt. Geh weg. Geh weg! Hi. Befreie die zweite Heuschreckendingens. Ja, ich weiß, aber... Ich muss da erstmal rum, oder? Komm mal hier hin, ich will was testen. Okay. Lalalala. Oh, Falle. Okay, das hat also überhaupt nicht geklappt. Ah, was haben wir denn noch so hier? Wir haben noch was zu essen. Ich habe natürlich jetzt alles nach da hinten geschmissen. Das ist natürlich total doof. Aber die fallen auf nichts rein. Okay, der ist es. So, das ist schon mal gut. Aber der hatte halt nichts. Hübsche Lilie. Toll. Okay. Liest keiner was vor? So, das war die zweite. Befreie die zweite Heuschrecke. Was? Waren das nicht die zweiten? Na toll, warte mal. Ich guck mal in die Richtung. Das heißt, ich muss an denen irgendwie vorbei. Toll.
Hier komme ich nicht durch. Alter, ich hätte die Nagelpistole aufheben sollen. Die Kettensäge bringt rein gar nichts. Was haben wir hier noch so? Ein paar Dosen. Salzpakete. Oh, warte mal, das sind ja Dämonen. Vielleicht kann ich die damit vertreiben. Tja, dank Supernatural weiß ich, wie es geht. Ich hoffe, es funktioniert auch. Na, wackel nicht so. Aha! Nein? Verdammt. Aber da stand zerstört, ne? Alter, meine HP. Ich hole mir mal noch ein bisschen Salz. Ist unendlich Salz hier, das ist schon mal gut, ne? Nagelpistole ist, glaube ich, leer. Ich nehme noch zweimal Salz mit. Obwohl, einmal kann ich ja tragen. So, und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Scheint nicht hierhin zu gehören. Isaac hat irgendetwas mit ihr angestellt. Du solltest in ihrer Nähe aufpassen. Ja. Ne? Die sind alle besessen, ist doch klar. Aber was kann ich jetzt noch machen? Feuerzeug habe ich hier. Was ist, wenn ich die Säure benutze? Ich würde die Säure ja gerne für Isaac aufbewahren. Aber zur Not kann ich das Spiel ja auch nochmal zurücksetzen. Ist ja kein Ding. Ist sie down? Okay. Sehr gut. Die ist tot. Sie hatte aber nichts. Ey, weh, du leistest erste Hilfe, du Penner. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Was kann ich machen? Okay, cool. Der ist auch down. Oh, gut. Sehr gut. Zwei sind down. Hier liegt noch meine Bombe und mein Feuerzeug. Okay, da liegt noch ein Feuerzeug. Mann, Mann, Mann. Inventar voll. Okay, dann können wir ja einmal Salz eigentlich fallen lassen. Ich glaube nicht, dass wir den Holzstab noch irgendwie gebrauchen können. Vielleicht können wir Isaac mit dem Dildo besiegen. Wer weiß, wer weiß. Hier haben wir noch eine Nagelpistole. Ist die voll? Aha, okay. Sollen wir den dafür benutzen oder... Ach komm. So. Dann können wir den fallen lassen, weil wir haben ja noch eine Nagelpistole. So, ich speichere jetzt auf jeden Fall, denn wir haben drei schon ausgeschaltet. Dein böser Bruder, eine andere Mutter. Oh, das ist unser Halbbruder. Okay. Oha. WTF. Mit einem Arm in der Hand.
Isaac disappeared into the flames as the fifth horn sounded. The sound of the locust blended into the police siren, Taylor's emergency horn. Was mit dem? Ah ja, hier. Da ist die Kettensäge. Wieso auch immer sie jetzt hier liegt, kein Plan. Bagheera, vorsichtig. So, ja, müssen wir den jetzt noch killen? Wieder eine Posaune. Wir sind jetzt auf der anderen Seite der Salzbehälter. Zurück zur Hauptstraße. Okay, da kommen wir eh nicht durch. Dann einmal hier rum. Ja, Bagheera, mach's dir bequem. Nee, nochmal einmal außenrum. Ich lasse den mal einfach jetzt leben. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Das wäre echt schade. So. Unsere HP, meine Fresse. Okay, Kapitel 2, Level 4 abgeschlossen. 10 Leichen. 2 in Panik, halbe Stunde gebraucht, okay. 2 Levelaufstiege, ein Geheimnis und 2 Bonusfertigkeiten, 77 Punkte. Oha, nicht gerade viel. Naja, mal gucken, was jetzt noch so kommt, weil unser Bruder ist eigentlich tot, ne? Da sind wir mal gespannt. It was done. Okay. The competition was over. As Lucius returned to the main road of Ludlow, he was able to see what havoc he'd created on a small forsaken town. The National Guard had arrived and roadblocks were put in place as a security measure. It was total martial law. We waited for the 6th and 7th trumpets to call out. The death of 4 angels marked the return of the last angel, and he would give the scroll to the one who first accepted it. This would be marked with the final trumpet, the town could be left behind. The buses that were evacuating the civilians were a good way for us to get out as well. Ja, na immerhin. Ein paar haben es immerhin noch überlebt. So, anscheinend geht es noch weiter. Also werde ich hier einen Cut machen. Ich dachte eigentlich, es wird zu Ende, aber wie ihr seht, geht es noch weiter. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter. Und ja, versuchen uns einen Weg zu erbahnen aus der Stadt raus. Wir dürfen gespannt sein, ob Lucius das diesmal überlebt, aus Ludlow rauszukommen oder auch nicht. Ja, alle guten Dinge sind ja eigentlich 3. Wir werden sehen.